don't make crazy things, okay? So, servus Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr seht, ich bin immer noch auf Rennstrecke. Ich bin in Brünn zusammen mit Sena und dem Honda LCR Racing Team. Hinter mir könnt ihr schon sehen, die ganzen Maschinen sind aufgebaut. Richtig nice. Wir haben hier, ich stelle dir mal ein bisschen vor, weil ich es ziemlich interessant finde. Wir haben hier eine alte SC59 mit einem ziemlich geilen Dekor, wie ich finde. Die schaut immer noch sehr zeitlos aus. Dann haben wir hier schöne zwei SC82, auch übrigens richtig geil mit diesen Rizoma-Spiegeln. Die will ich mir unbedingt auch besorgen. Schauen richtig, richtig gut aus. Also an den Anblick könnte ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Haben hier noch drei alte oder ältere SC77 mit so einem, auch so einem Givi Castrol Design. Auch richtig cool. Und dann kommen wir hier zu den Schmuckstücken. Und zwar Honda RC213V. Also das Ding hier vom Lucci höchstpersönlich, das ist sein Bike. Einfach krankes Teil. Ich habe das wirklich noch nie in echt gesehen. Also ich kenne das immer nur von Bildern. Und das Teil, also schaut euch einfach mal die Schwinge an. Der Auspuff, da könnt ihr euch ja vorstellen, was da gleich rauskommen wird. Richtig laut. Und ja, das ist jetzt hier zum Beispiel die Nummer 126 von, ich weiß leider nicht, wie viel davon produziert wurden, aber ich glaube nicht viel auf jeden Fall. Und hier haben wir noch mal was sehr Interessantes. Und zwar ist das eine SC, auch eine SC59, aber im Gewand von der, auch von der Honda RC213. Finde ich ziemlich cool. Ich glaube, die ist fast sogar lauter als die Originale, weil die gibt es ja sogar mit Straßenzulassung. Und das ist quasi so ein, ich würde jetzt mal sagen, so ein selber zusammengestöpseltes Teil, beziehungsweise die Verkleidung kannst du so kaufen für die SC59. Und der Auspuff wird, glaube ich, ja, das ist eher so eine Einzelanfertigung hier mit Underseat und so. Richtig geil. Also das Ding schreit auch ohne Ende. Hier eine Öhlins Gabel mit drin, aber ihr seht ja schon am Dashboard, das ist von der SC59. Also, ziemlich geil. Ich bin am ersten Tag schon ein bisschen gefahren, wir hatten ein bisschen schlechtes Wetter, aber dafür ist heute umso besser. Ich würde sagen, ich fahre ein bisschen raus, werde heute auf jeden Fall auch noch hier mit dem Teamchef vom Honda LCR Team, also die alle, die sich da ein bisschen auskennen, ich glaube die meisten von meinen Jungs hier, die zuschauen, kennen sich auf jeden Fall aus, also vom Nakagami und Alex Marquez ist er quasi der Teamchef und dem gehört auch die Maschine, also Lucio. Und mit dem will ich auch mal heute rausfahren und bin mal gespannt, was der mir so zu sagen hat, wie ich mich anstelle. Und ja, bin gespannt. Ich würde sagen, los geht's. So Leute, und es geht los in die erste schnelle Runde. Ich dachte mir, ich erzähle jetzt einfach ein bisschen was nebenher, damit ihr quasi nicht ganz so alleingelassen werdet mit den Aufnahmen. Und ich denke mir, ich kann ein bisschen was dazu erzählen, weil hier geht gerade meine erste fliegende Runde los und habe gerade quasi ganz frische neue Reifen drauf und dachte mir, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall meinen Rekord von einer 212, was ich die ganzen letzten Jahre eigentlich immer gefahren bin, eigentlich mal knacken. Das ganze Problem mit der Strecke Brünn, ich glaube, die einen oder anderen wissen es ja schon, da herrscht ein reger Mangel an Grip, seitdem die quasi komplett die Strecke neu gemacht haben. Und jetzt habe ich quasi das Problem, dass ich ein bisschen zu kämpfen habe mit dem Grip auf der Strecke. Es klappt aber letztendlich doch ganz gut, wie ihr schon sehen könnt. Ich kann die Kurven bzw. meine Linie sehr gut halten und habe eigentlich so gut wie keine Probleme. Wir fahren hier in der schnellsten Gruppe, aber dennoch habe ich es geschafft,
sehr krass auf den einen oder anderen aufzulaufen. Was mich aber sehr verwundert hat, ich habe hier trotzdem noch eine relativ schnelle, also für mich relativ schnelle Rundenzeit hingelegt. Das war quasi jetzt meine erste 2, ich kann es ja schon mal verraten, meine erste 2-10er Zeit hier in Brünn. Also quasi echt meine schnellste Zeit, was ich sonst je gefahren bin. Also war wirklich nochmal 2 Sekunden schneller auf Anhieb. Und ja, ich fühle mich wohl. Ich habe ja schon in Most drüber geredet, die Sitzerhöhung hat mir sehr, sehr gut getan. Ich fühle mich viel wohler und kann viel lockerer fahren. Und ja, ich glaube, das kann man ganz gut sehen. So, und jetzt geht's hoch in die letzte Schikane. Nochmal alles geben. Was leider ein bisschen ärgerlich war, ich bin wirklich konstant 2-10er Zeiten gefahren hier in dem Turn. Und im letzten Turn war leider irgendwas auf der Strecke, sprich das Training musste abgebrochen werden. Und leider konnte ich mich nicht mehr verbessern, weil ich dann erst danach gesehen habe, Mensch, 2-10er Zeiten, und da ging eigentlich auf jeden Fall noch was. So, jetzt geht's los mit Lucio zusammen. Ich bin sehr gespannt. Für alle, die es nicht wissen, der hält hier den Rekord in Brünn mit einer 125er, mit einer 207. Das müsst ihr euch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Hier steht sein Bike. 240.000 Euro kostet das gute Ding. Wird spannend. Ich bin sehr gespannt, was er sagt. Und ich würde sagen, danach hoffe ich mich einfach mal kurz mit ihm zusammen und er erzählt mir, was ich so alles falsch mache. In die erste Runde, beziehungsweise die überspringen wir noch mal kurz, und hier geht's jetzt in die zweite fliegende Runde. Ich finde es sehr spannend, achtet mal auf die Linienwahl, ich will gar nicht viel plappern. Ich würde sagen, schaut euch einfach mal an, zuerst fahre ich vor, dann fährt Lucio vor und dann quatschen wir noch mal.
jeder mal die restlichen Aufnahmen sehen will, ihr kennt's, geht zu meinem Zweitkanal Maddis Uncut. Dort seht ihr dann quasi die rohen Aufnahmen, die kompletten Runden mit Rom Sound. So, jetzt geht's auf jeden Fall weiter in die Box und ich bin gespannt, was mir Lucio zu sagen hat. And then I followed you, but it took a little bit to take the rhythm to me because I always slap in 2:30. Yeah. I know. It was also hard for me at the first time to concentrate on slower lap times. I didn't know how fast we are going, so. No, but really good. You are very good in the down there in the motodrome area. Yeah. You know, you handle very, very well the bike. You open the throttle also very good. If I have to say something, in the number five, you go, I think, to take the curb a little bit too early. Yeah, too early? Yeah, a little bit too early, because you do this corner. It's too slow, right, in this corner? Well, this corner, normally, you have to try to keep always a same, like a unique corner. Yeah. Okay, and then more early you go in, and more you need to do the corner in two times. Yeah, I know. You lose a little bit time. If you wait a little bit before to go to take the apex, so. This one would be better than the delay next. Delay a little bit this. Yeah. And then because here, I see that you could improve. Okay. Yeah, very good. You open the throttle very good here. Okay. I don't know if we see from the video, but I have a lot of pumping because I have this is a too soft compound. This is the softer compound for this bike. So I had pumping here, so I had needed to wait a little bit before to open the throttle. So you gain a little bit here at the exit. Then good. Here you good. Yeah. Try to overtake the other one, but I saw you. Larger. Yeah. Here good as well. There you ride a little bit different than me, right? It's a little bit different riding style, or? Well, I have the tendency to stay a little bit more. Let's say on the inside. On the inside, you go a little bit higher here. Yeah, yeah. But yeah, right. It's okay. It's not a big deal. Here I had a lot of pumping. Yeah. At the edge. Woo. But is because of the tire. Here very good. Very good here the exit. Okay, and here's my problem. Just a little bit. Yeah. Just a little bit here. But for the rest, I tell you are not faster than me, and and I tell you you have also a slower bike. So. It's congratulations. No, really. Thank congratulations. You. Thank you. Thank you. Really congratulations. Thank you. Because, that means really a lot to me. No, well, okay. I'm not a pro rider since 20 years, you know? Yeah. I'm used to go on track at this speed maybe once every 2 years, you know? Right. So I also lost the rhythm. And also my category was always the 125, here I still have the lap record in 207. Yeah. It's not a joke. You are doing really good, huh? Thank I mean, nobody overtaking us. No. Well, that's great. It means a lot to me when you describe my riding style and. No. You are also considering that you are quite tall. Yeah. It's a little bit hard for me. I saw you. You were like your movement were very slow and fine, and I'm like whoop whoop, and you are so smooth. Yeah, is your your bike is also a little bit too short for you. Yeah. But so once again, you do very well. Man, I mean, you could also inscribe yourself to the German Championship, and I bet. You will not do better. I'm just a YouTuber. Right yeah, but you have the skill to. Thank you. You know, I trust that you have the skill, and if you train a little bit, you get the podium. Thank you. Also wenn das ein Kompliment war. Das war auf jeden Fall ein Kompliment vom Chef höchstpersönlich. Lief echt richtig gut. Ich hatte aber auch, also ich hatte einen richtig krassen Rutscher gleich am Anfang. Dachte ich mir so, wow. Jetzt bin ich auch wieder aufgewacht.
Ansonsten, ja, war echt nice. Ich merke auch wirklich, ihr wisst ja, ich habe am Anfang sehr oft immer gesagt, oh, für mich ist das so anstrengend, so lange zu fahren. Ich merke mittlerweile, dass ich schnell fahren kann und bin gar nicht so exhausted, wie ich eigentlich normalerweise bin. Also ich weiß nicht, vielleicht lag das jetzt echt alles an der Fußassenstellung, was ich am Video zuvor euch gezeigt habe, aber es läuft echt gut und ich kann mich wirklich nicht beschweren. Also ja, ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Ich muss ja gerade dran denken, also ich weiß nicht, ob ich das sogar rausgeschnitten habe, aber ich muss gerade denken, wie hässlich mein Englisch manchmal ist, wenn ich so ad hoc schnell Englisch sprechen muss. Ganz schlimm, ganz wilde Nummer. Keine Ahnung, was das für ein Satzbau war oder was ich da rausgehauen habe, aber da muss ich immer erst ein bisschen reinkommen. Auf jeden Fall, geile Nummer, ziemlich cool auf jeden Fall von Lucio, dass er mir da ein bisschen vorgefahren ist und auch einfach so seine Meinung. Ist ja ziemlich cool, von so einem MotoGP-Rennteam-Chef einfach mal seine Meinung zu hören und was er so zu meinem Riding-Style sagt. Und er hat ja schon gemeint, hier, ich soll in der German Championship irgendwie mitfahren, aber ich glaube, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken. Ich glaube auf jeden Fall, dass da ganz viele auch noch immer noch viel, viel schneller sein werden als ich. Nichtsdestotrotz, Bike funktioniert wirklich ziemlich geil. Bremse klappt auch erstaunlich gut. Hab ja in Most noch ein bisschen erzählt, dass es eigentlich nicht so geil war. Reifen kam ich gut zurecht, hatte aber einen Rutscher, das habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Wahrscheinlich einfach in zu arger Schräglage, zu viel gewollt, ein bisschen früh rausbeschleunigt und da hatte ich einen kleinen Rutscher. Aber war noch irgendwie im Rahmen, dass ich gesagt habe, ey, das konnte ich irgendwie noch eigentlich abfangen und war auch eigentlich nicht weiter so schlimm. Nach wie vor geil, sind übrigens noch 2 12er Zeiten gerade gefahren. Muss auch sagen, ich war relativ entspannt. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass ich auf einmal so entspannt eigentlich relativ schnell Rundenzeiten fahren kann. War ich sonst eigentlich nie so der Typ für, war immer, habe ja erzählt, immer sehr ausgeschöpft, immer ausgelaugt eigentlich nach so einer Runde. Aber scheint sich jetzt anscheinend zu bessern. Und ja, ich würde sagen, ihr schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Denkt dran, es kommt auf jeden Fall noch auf meinem Zweitkanal die Raw-Onboard-Aufnahmen quasi mit geilem Ton und einfach auch die komplette Runde. Checkt das auf jeden Fall mal aus und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.